Und herzlich willkommen zurück bei Anno 2205. So, wir wollten uns noch um das Sektorenprojekt kümmern. Das machen wir gerade mal eben. Komm her, Schiffchen. Schiffchen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja. Andocken erfolgreich. Das ist schön. Wo musst du denn hin? Wahrscheinlich da unten hin. Volle Kraft voraus. Nicht. Okay. Zum versunkenen Gebäude. Doch, das ist doch das hier, oder? Shuttle kommt planmäßig an. Im Moment. Transferroute ineffizient. Da oben. Waren. Mikrochip-Route ins Walbrook-Becken ist nicht mehr effizient. Brauchen wir noch? Die brauchen wir doch gar nicht mehr. Die hatten wir doch nur eingerichtet für das Sektorenprojekt, oder? Nimm's weg. So. Okay, und das andere Expertenschiff holen wir uns auch noch eben schnell. Objekt befestigt. Wunderbar. Und dann fährst du da hoch. Eben schnell vorspulen. So. Spitzenaktion von dir. Ah, ich weiß, ich bin cool. Halten Sie Produktionsüberschuss von Titan. Titan? Ist das nicht vom Mond? Verstanden. So, du kannst da wieder zurück hinfahren und wir wollen uns eigentlich hier noch weiter beschäftigen. So. Das hier können wir noch wunderbar erschließen. So, dann bist du auch am Netz. Was machen wir mit euch denn? So. 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 Schließen wir dich da noch an. Dann kommst du dahin. So. Hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Du kommst dann dahin. Und du kommst damit hin. So. Dann haben wir hier nochmal eben grob abgesteckt, was wir noch bebauen können. Du passt da noch rein, du passt da auch noch rein. Kriegt ihr eben eine Doppelstraße. So. Dann können wir hier noch mit kleinen Häuschen was machen, vielleicht. Wie weit kommen wir denn? Ah, da kommen wir nicht rein, schade. Dann musst du da stehen. Fertig. Fertig, fertig. Wir werden noch Logistikzentren brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, das sieht doch gar nicht... Bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. 23 Minuten diese Klimakatastrophe. Ich würg den eben ab. Es tut mir leid. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Klar, Mann. Eben schnell auf leicht, Standard. Laden wir eben die Konfliktkarte. Dann ballern wir den da wieder die drei Gebäude weg. Ja. Nehmen Sie an der Konferenz teil, Big Five teil, stimmen Sie Vorteile ein. Willst du wirklich was bewirken? Hab ich doch schon. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Diamanten auch noch, ja. So, nimm's weg. So. Verdammt. Hier, siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen. Ich sehe den Schlamassel und ich mach den kaputt. Oh, Entschuldigung. So, bereit für Einsatz. Knallepeng. Kaputt. Oh, guck mal, da liegt Magnetit. Das ist ja schön. Verstanden. So. Auch noch eben schnell hin. Knallen wir euch noch allen rein. Da kommt ein EMP hin. Bereit für Einsatz. Das knallen wir kaputt.
Kampfstationen. So, da haben wir Magnetit. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Ah, ist egal, wie viele Gebäude ihr habt, Junge. Dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Ganz egal, ganz egal. Selbstreparatur läuft. Oh, und fertig. Ist doch schön. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Unterwerf die Erde, schließt 10 Katastrophen gegen Maßnahmen ab. Sie haben eine Katastrophe abgewendet. Ja, Opa Young, ich weiß. Unterwerf die Erde, 10 oder was war das? Katastrophen gegen Maßnahmen haben wir eingeleitet, bestanden. Ist doch schön. Wie geht's? Oh, danke, ganz gut, Onkel Rafferty. Titan, Titan, Titan. Ich meine ja, wir kriegen Titan nur vom Mond. Da ist Titan. Jetzt gerade nur 10. Die mit den 3 Krankenhäusern, das regt mich ja auch ein bisschen auf. Wie sieht's mit Energie aus? Ja, geht alles noch. Auf dem Mond können wir nicht so viel bauen. Aber die brauchen ja auch nur 3 Krankenhäuser, oder was? Verdammt. Werd fertig. So. Okay. Titanplatten. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay, das können wir erweitern und das hier vielleicht pausieren. Und dann haben wir 30 Titanen. So. Und dann können wir die 30 Titanen darüber schippern. Transferroute nimmt Betrieb auf. Kostet ja nur 10.000 Unterhalt. Wow. Heftig. Aber der Timer läuft und das werden wir auch wahrscheinlich nicht unterbrechen können. Sei denn, da kommt jetzt wieder irgendeine Katastrophe. So. Jetzt widmen wir uns weiter hier unserem Bauprojekt. Wir müssen ja noch ein paar Personen ansiedeln. So. Und so. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Was fehlt euch denn? Luxuskost, Neuroimplantate, ja, der ganze Spaß halt, ne? Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Achso, Biokost ist auch doof, oder was? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, oh, stimmt. Aber wir brauchen ja nicht mehr diese Logistikbilanz halten. Nächstes Astronautenteam trifft ein. So, dann seid ihr nämlich mit Biokost schon wieder glücklich. Da ist noch ein Wasserbauplatz. Da sind noch Wasserbauplätze. Dann schnappen wir uns dich hier. Bauen den noch aus. Das reicht immer noch nicht. Krass. Ja. Wird ja sowieso nötig, also bauen wir den auch gleich aus. So. Können wir sonst noch irgendwo was verändern? Die Sündzellen und die Verjüngungskuren werden fällig. Huch. So, und dann drehen wir den da noch so rein. Dann passt das nämlich auch. Algen.
Da hast du Algen, mein Freund. So, dann haben wir die nämlich auch versorgt. Mit Verjüngungskuren. Okay. Dann kann es ja eigentlich schon weitergehen. Kleine Häuschen. Ich baue mal eben eine Polizeistation. Die wird auch nötig werden. Demnächst. Die passt da doch schön rein. So. 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 Ist bestimmt nicht ganz clever, was ich hier mache, aber... Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ja. Und dann kriegst du hier noch eine Straße rein und jetzt ziehen wir die Querstraßen. So. Und so. Und den hier noch. Na, so. Und diese hier. Jawohl, ja. Und dann mache ich euch hier noch eine schöne Parkanlage hin. Guck mal. Ist das nicht ein Traum? Das ist doch ein Traum. So. Wie kriegen wir den Bereich hier noch schön gefüllt? Ich weiß es nicht. Wie weit kommen wir denn so? Gar nicht so weit. Okay. Haben Sie Arbeit für mich? Nee, ich habe keine Arbeit für dich. Geh weg. Kommen wir auch nicht so weit mit, ne? Verdammt. Wie ist es, wenn wir so machen? Investitionen in Forschung möglich. Bin mir unschlüssig. Den ziehen wir erstmal da rein. So. Nicht so schön. Auch gar nicht schön. Geh weg. Klappe zu. Neue Firmenstufe 52. Juhu. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ja, wunderbar. Apropos Geschäftserfolge. Können wir noch mal eben ein bisschen Iridium ernten. So. Es ist nicht die Frage. Das passt jetzt durch die Straße auch nicht mehr. Okay. Dann spielt es ja eigentlich keine Rolle. Dann ziehen wir euch da rein. So. Und du kommst dahin. Ja, und du kommst dahin, so. Dann füllen wir das hier noch auf. Mit Parkanlagen. So, so und ihr beiden noch. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Da passt doch noch ein Häuschen rein. Guck dir das an. Wunderschön, wunderschön. Du kriegst auch noch schön einen dicken Park vor der Tür. Ah ne, Parkplatz meine ich. Bisschen zu weit, Entschuldigung. Jetzt am eigenen Privatparkplatz, so. Schön. Entschuldigung. So, was wollen wir noch machen? Da passt auch noch was hin. Da auch noch. Ja, ich weiß. Da kriegt auch noch eine Straße. So. Und dann geht's hier weiter. So. Kommt da noch eine Straße drüber und dann geht's hier weiter. Ah, das war vielleicht nicht ganz so clever.
Mal eben gucken. Oh, es geht. Es geht, es geht, es geht. Ach, und wie das wieder alle passt hier. Meine Herren. Bin ja begeistert. Was du demnächst produzierst, weiß ich noch nicht. Dann geht's hier weiter. Nein! Oh Gott. Das war nicht so heldenhaft. Ist doch fast schön. So. Lass mich raten, da passt kein Haus mehr zwischen. Nein, war klar. Okay. Die heißgeliebte Parkanlage muss immer herhalten. Hier passt auch nichts mehr. Okay. So. Und hier wieder Parkanlage. Ach, und ihr habt keine Verkehrsanbindung. Verdammt. Mist, Mist, Mist. Wobei, das hätte man noch realisieren können, oder? Was habe ich denn jetzt gemacht? Na, das war ja heldenhaft. Also der hier passt nicht. Dem hier könnten wir noch eine Straße geben, aber dann ist auch wirklich Ente. Ach, Mann. Falscher Park. Der große. So. Oh, da kommt da noch Park hin. Hier kommt noch Park hin. Wunderbar. Hier kommen wir nicht rein, ne? Bis dahin kommen wir, bis dahin wieder nicht. Okay. Guck mal hier, da kriegt ihr noch so einen tollen... eine Bushaltestelle kriegt ihr noch. Wahnsinn. Hab heute wieder die dicken Spendierhosen an, hör mal. So. Alles voll mit Park, alles voll mit Park. So. Schick sieht's aus. Schick. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Das ist schon wieder Biokost? Oh Gott, meine Herren, ey. Wie viel fresst ihr denn? Information? Boah. Na. Ihr habt ja so recht. Dann baue ich da auch noch eins rein und dann passt das hoffentlich gleich. Da geht noch ein Häusle. Da geht noch ein Häusle. So. Geht hier noch Straße rein? Kommt planmäßig an. So. Passt da noch wieder eins. Und dann war es das auch so langsam. Aber ja sicher. So. Dann geht's weiter mit den Spaßvögeln hier. So. Da passt nichts mehr. Okay, jetzt passt da aber noch so eine Reihe kleine Häuschen. Wunderbar. So. Wie weit kommen wir hier? Okay, cool.
So, dann haben wir den Teil auch. Hier würde ich ja gerne noch einen Bahnhof mit reinsetzen. Und eventuell sogar noch ein Stadion, wenn es passt. Der kann da stehen und das hier könnte genau da rein. Wunderbar. So ungefähr habe ich mir das nämlich vorgestellt. Das passt nicht so gut. Okay, dann machen wir das mit Kleinhäuschen voll. So. Das passt da noch schön hin. Das passt da auch wunderbar. So. Hier ziehen wir jetzt auch noch eine Straße und ein großes passt da auch noch hin und zwei kleine und dann sind wir hier auch quitt. So, dann füllen wir den ganzen Spaß auf. Ungefähr so. Einziges, passt da noch einer in die Ecke? Nein, okay, dann geht's hier oben weiter. Du noch und ihr noch. Und du auch noch. Straße. Park. Park, Park, Park. Okay, cool. Das da oben machen wir auch noch zu. Wunderschön, wunderschön. Und dann haben wir die Ecke hier oben doch tatsächlich noch ausgebaut. Na gut, hier oben den Zipfel, komm, den machen wir auch noch eben. So vielleicht. Und so. Und wieso passt denn jetzt hier nicht mehr eine Reihe großer Häuschen hin? Passt doch. So. Warum hat er mir das denn gerade nicht angeboten? Mobbing. Na prima. Dann kannst du dich... Ja. Freut mich sehr. Bist fertig. Folgen Sie Drohnensignal, sammeln Sie... Was? Schlosssteuerung. Ja, das... ich sammle dir alles, Kollege. Hör mal. Bin doch Kumpel. Da geht noch was, aber komme ich da mit der Straße hin? No. Okido. Dann bleibt es Wald dort oben. Wie sieht es hier eigentlich aus? Da geht noch was. Da und da. Und da. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Geh weg, dann lass die Finger von den Waffen. Mann! Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wow, das ist ein ordentliches Areal, was wir hier schon bebaut haben. Geil. Geil, geil, geil. So, da haben wir 23. Da haben wir wieder Minus. Ach, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Ja, pass auf, dann reißen wir hier so einen kleinen Komplex weg. Ungefähr so vielleicht. Reicht das schon? Njet, 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 njet. So. Jetzt aber. Dann kannst du da von mir aus noch Straße haben und du kannst hier noch Park haben. So. Und dann hätten wir das auch. Ah, Biokost und Wasser. Okay. Meine Lieblingsbeschäftigung.
Biokost bauen. Juhu. Oh, das tut mir sehr leid, verdammt. Den da rein und den einen nach da. So. Geht's denn jetzt? Eins im Plus, ne, komm. Damit fangen wir gar nicht erst an. Mit einem Plus, da kommst du ja echt nicht weit mit. So. Logistik, 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 Logistik. Kenn mich ja Gott sei Dank überhaupt gar nicht aus mit der Logistik. Hm. 18, 17. Was war hier? 20 habe ich irgendwo gesehen. 19? 19? Logistiknetzwerk überlastet. Ja, ich arbeite dran, du Affe. 36, 34, 37, 40, 42. 7, nee, 42. 42 ist eine schöne Zahl. So. Dann haben wir euch. Ja, und dann geht's weiter mit Wasser, ne? So, dann hätten wir Wasser. Guckst dir an, wie sie alle glücklich sind. Meine Herren. Ist das schön. Da freue ich mich doch so drüber, dass ich hier glatt nochmal so ein paar Leute aufsteigen lasse. So. Schön. Sie hätten mich darüber in Kenntnis setzen sollen. Ich habe nichts im Kühlschrank. Neuroimplantate und Sicherheit. Sicherheit geht auch noch. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwo noch so eine Polizeistation vergessen nachher. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ziehen wir denn hier schon eine Straße runter? Nee, ne? Oder? Nee, das macht keinen Sinn. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir wissen noch gar nicht, wie es aussieht. Was ich nachgucken wollte, was brauchst du denn mittlerweile? Hallo, Sie haben den Wunsch geäußert, bei mir weitere Investitionen in Forschung möglich. Gucken wir nochmal eben auf der Orbitalstation vorbei. Und dann... Wie kriegen wir denn die nächste Firmenstufe? 275.000, das sind nur noch 5.000. Cool. Na. So. Ab zum... Ich muss sagen, überlast nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. Das ist toll, sorgt dafür, dass es so bleibt. Der alte Quasselkopf, ey. Mann. Hier, was können wir denn noch machen? Wir können auch noch einen Werkstattbauplatz nehmen und wir könnten dann Bioharz anstelle Sündzellen. Können wir uns komplett die Algen sparen. Das Forschungsmaterial. Geh weg. Geh weg. Ach hier, wir haben den Mangel an, was sind das? Biologen. Den Mangel an Biologen haben wir beseitigt. Komm, dann gibt's jetzt einen Biotech-Komplex. Hä? Was sagt mir das? Forschung bietet neue Optionen. Das ist doch super. Temperatur plus 2. Ja, möchten Sie... Nein, ich möchte nichts. Wollen mich sehen? Geh weg. Ich hoffe, Sie finden... Forschung bietet neue Optionen. Nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. Ist doch schön. So, den aktivieren wir und dann können wir nämlich gleich noch einen neuen Werkstattbauplatz kriegen. Dockt an. Warnung, Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Alter, wegen 10 Korallen machst du mir hier so einen Stress? Kann ich helfen? Schwerkraftlabor, Solarzellen und Gewächshaus. Alles Mögliche will er haben. Okay. Dann lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Ein Schwerkraftlabor. Vielleicht so. Was passiert, wenn wir die verbinden? Kriegst du das auch ab? Wie kann ich behilflich? Nee, nicht wirklich, ne?
Egal. Ja. Solarzellen, Solarzellen. Oh, tut mir leid. So, vielleicht. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Geht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es geht gerade so. Also, das ist eine nette Überraschung. Was? Kann ich helfen? Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Okay. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Dass man dieses Overlay da nicht wegnehmen kann. Manu, Temperatur zu niedrig. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. So, vielleicht? Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Schon okay. Ja? Super, Kühler und neuronale Schaltkreise will der haben. Alter Falter. Schipperst ja nachher alles hier hoch. Ich bin mir noch immer nicht so ganz schlüssig, wer wann also, welches abkriegt. Oh komm, ja, einfach nicht labern. Ich glaube, da mache ich mir mal ein paar Gedanken zu, wie man das hier am schönsten strukturiert, damit die alle so ein bisschen was abkriegen. Von den Verbindungen. Weil ich glaube, man braucht mehr Gewächshäuser als Solarzellen und mehr Schwerkraftlabore als Solarzellen und so. Und dann kann man, glaube ich, auch so zwei, drei Werkstätten miteinander verknüpfen, dass die von denselben, was sind das hier? Orbitalmodulen profitieren. Naja, wie gesagt, mal gucken. Das machen wir in der nächsten, na, vielleicht nicht gleich in der nächsten Folge, aber das machen wir demnächst dann mal, wenn ich mir da ein bisschen was überlegt habe. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!